wünschte, ich besäße nur eine Unze eurer Courage. Jetzt, die Castagnoli. Ja! Hau ihm einfach die Rübe! Vorwärts! Los, vorwärts! Reise so niedrig, dass ihr euren Augen nicht trauen werdet. Schaut nur! Packt ihn! Noch ein toter Kaffone. Hat dieses Mal entkommst du mir nicht! Wir kriegen dich doch! Wo kommt ihr wohl her? Du, fass ihn dort! Gar nichts, kommst du nicht davon! Das Mädel trumpft ja gut, aber er trägt ja keine Rüstung. Oh nein. Noch einer in unserer Schicht. Zeugen, vortreten! Wer denn hin? Nicht hier. Merda! Naja, komm mal nach Forli, mal richtig rein. Ich setze mir da nur einmal ja kurz durchgeschweift und dann... Misericordia! Los! Misericordia! Bitte! Ich krieg ihn! Noch ein Vater! Ich mach nicht mehr Worauf wartest du denn? In Gottes Namen, so sei es. Ja, kommt, meine verehrten Kunden. Ich mag vielleicht exklusiv sein, aber meine Leistungen, die sind unerreicht. Noch eine Leiche. Das war Hat einer knapp. Den Mörder gesehen?
Öffnet das Tor! Öffnet das Tor! Presto! Dena, ja? Ein Hinterhalt! Schätze, hier könnte man sich verstecken. Ezio, Nicolo, hier rein! Kommt schon! Ihr könnt sie nicht ewig aufhalten! Ich sehe ihn dort! Alle mal herhören! Wer etwas gesehen hat! Komm! Bambini! Aber wo sind Bianca und Ottaviano? Vergib mir, Signora. Sie spielten draußen, als der Angriff begann. Ich weiß nicht, wo sie sind. Verstärkung aus den Bergen! Sie durchbrechen die Verteidigung! Ezio, lass diese Bastarde nicht hier rein! Mir nach! Was kommt jetzt? Soll ich mit Kanonen schießen? Wo sind die hin? Jetzt kämpfen die denn da oben? Was machst du in den Busch? Oh. Sind die denn jetzt plötzlich da hochgekommen? Kurz gedacht, wow, der steht in der Luft. Cool, der Typ. Katharina! Katharina Sforza! Ich weiß, dass du da drin bist. Ich habe etwas, das du vielleicht haben möchtest.
Vermisst du irgendwelche Kinder? Und Ezio Auditore? Welch schöne Überraschung! Dann seid ihr wohl die Brüder Orsi. Ludovico und Checco, zu euren Diensten. Basta! Wo sind meine Kinder? Lasst sie gehen! Natürlich, Signora. Wir werden sie gerne eintauschen. Für eine Kleinigkeit. Eine spezielle Karte. Und ein spezieller Apfel, Bruder. Sie, ein spezieller Apfel, natürlich. Oder soll ich den Kindern die Kehlen durchschneiden? Bastardi! Denkt ihr, ihr könnt mir drohen? Ich gebe euch nichts! Ihr wollt meine Kinder? Nehmt sie! Ich habe alles, um mehr zu machen! Wenn du deine Meinung änderst, sie sind im Dorf, außerhalb der Stadt. Du hast eine Stunde. Ich finde die super. Katharina, nein. Ich kann euch nicht bitten, eure Kinder zu opfern. Niemand opfert ihr irgendwas. Geht und holt sie für mich, Ezio. Sie. Ihr habt mein Wort. Der Apfel muss in der Zitadelle bleiben. Beschützt ihn. Für eine Mami von so vielen Kindern, die teilweise schon so groß sind, ist sie noch gut beisammen. Also, ich meine, das ist jetzt nicht böse. Realistisch. Und wir müssen das Jahr in Erinnerung behalten, wann das Spiel. Aber coole Frau. Ich habe alles, um mehr zu machen. Was für ein komischer Mantel. Er hat aber den Mann. Der kommt dir bekannt vor. Fertig! Dann wollen wir mal. Kinderentführer. Noch so ein Söldner. Kommt mir bekannt vor. Pesce fresco, appena pescato! Bitte, tut mir nichts! Mich einfach. Bitte! Ich habe nichts damit zu tun! Ich muss hier verschwinden! Lasst mich in Ruhe! Ich schwöre, ich habe nichts damit zu tun! Tut mir nichts! Bitte! Lasst mich in Ruhe! Lasst mich in Ruhe! Oh nein! Nein! Warum ist das hier? Lasst mich bitte aus dem Spiel! So, wo sind jetzt die Kinder? Perdonami, die... Ach, da hinten. Ich will nichts damit zu tun haben. Ich bereue es. Muss ich da jetzt die Stadt verlassen? Wenn ja, wo? Die Samen habe ich schon gesehen. Aber könnte vorbei sein. Ah, da. Hab ich den schon mal... Er ist mir weg. Laju, da ist er! Auf ihn! Mirena, habt ihr nicht, um mich festzuhalten? Narren! Das wird nicht reichen! Meine Mutter ist wild! Wir Sforza-Frauen sind keine zarten Blumen. Wir mögen hübsch aussehen, aber das trügt! Frag doch Papa! Wo rennst du denn hin? Du hast deinen Bogen umvergessen. Ich glaub dir nicht, ich hätte Angst vor euch. Das wäre ein Segen. Meine Mama lässt nicht zu, dass ihr mir etwas antut. Und wenn ihr auch nur ein Haar meines Bruders krümmt, wird sie euch jagen und zum Frühstück fressen. Grazie, messere. Aber mein Bruder, sie halten Ottaviano am Leuchtturm gefangen.